Hallo Freunde, ich bin's wieder, Dreambird 1973 und wir spielen Let's Play Lunar Silverstar Story Complete. Wir sind immer noch im Schiff auf dem Weg nach Meribia und wollen jetzt nochmal weiter ein bisschen weiter das Schiff erkunden und schauen, ob wir uns vielleicht irgendwo schlafen legen können. Mal sehen. Ja, sieht nicht so aus. Ach, sogar jemand in einer ziemlich guten physischen Kondition muss schlafen, Alex. Ich sehe dich dann morgen. Okay. Ramos. Mann, bin ich müde. Ich lege mich besser hin, bevor ihr mich zu Bett bringen müsst. Du solltest auch schlafen gehen. Wir müssen frisch sein, wenn wir einen guten Preis für den Drachendiamanten aushandeln wollen. Ja, natürlich. Du denkst auch wieder nur für das eine. Okay, also die sagen alle, wir wollen schlafen gehen. Dann wollen wir auch schlafen gehen. Ich frag dich jetzt nur... ich vermute mal... Ich gehe nochmal hier kurz. Hey, der Captain hat mir über euch Kinder erzählt. Ihr habt die Seekarte zurückbekommen und das Monster getötet. Ich dachte, es gibt keine tapferen Kinder mehr in der Welt. Mann, bin ich nervös. Dies ist mein erster Trip als Besatzungsmitglied der Hispaniola. Mir wurde aufgetragen, die Segel einzuholen und auszufahren. Weißt du, wie wichtig das ist? Ich dachte, ich bin der Chef-Deckschrubber oder irgend sowas. Ich bin noch nicht bereit für so viel Verantwortung. Sei doch nicht so ein Hühnchen, Mann. Du willst doch nicht auf der Planke enden, oder? So, hier können wir jetzt, glaube ich, schlafen. Immer noch nicht? Ja, wo ist denn unsere Kajüte? Ach, der Captain, vielleicht mit dem nochmal reden? Ah, gut euch zu sehen. Lasst mich euch für gestern nochmal danken. Ah, ich bin immer noch verärgert über meine Crew, die wie ein Haufen Mädchen weggerannt ist. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht in die First-Class-Kabine bringen konnte, aber ich hatte nicht den Platz für euch. Und ich könnte nicht, ich könnte keinen meiner bezahlenden Kunden einfach rauswerfen. Ich brauchte das Geld wegen der ganzen Reparaturkosten. Ja, das verstehe ich, ja, aber... irgendwie weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir schlafen sollen. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir bereits. Gehen wir hier nochmal lang. Ja, wahrscheinlich. Hier mit Sicherheit auch nicht. Hier oben auf dem Schiff. Das wäre dann doch etwas unangebracht. Ja, okay, alle reden vom Schlafen, aber anscheinend wollen wir nicht schlafen. Steht hier irgendwas dran, welches unser Zimmer ist? Nein. Es ist ja auch nicht unser Zimmer, das wissen wir ja schon hier. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Probieren wir nochmal jedes Bett. Ah, ich geh nochmal Luna sprechen. Was ist los, Luna? Du siehst schlimm aus. Musst du aufs Deck? Ich fühle mich seekrank, Noel. Nun, da du es erwähnst. Ich denke, ich leg mich hin, bevor es schlimmer wird. Außerdem will ich fertig sein, wenn wir in Meribia ankommen. Ich kann es nicht erwarten. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass wir das wirklich tun. Ah, jetzt geht's automatisch.
Luna? Hm? Was? Hä? Hey, wo ist Luna? Alex, wo könnte sie hingegangen sein? Lass sie uns finden, Alex. Es gibt nicht so viele Orte, wo sie sein kann auf dem Schiff. Jetzt kommt gleich einer der schönsten Cutscenes in diesem Spiel, finde ich persönlich. Sage ich jetzt schon mal vorher. Alex? Warum bist du wach? Fühlst du dich nervös? Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Wenn es dich besser fühlen lässt, ich war ebenfalls ein bisschen nervös, als ich das erste Mal nach Meribia gegangen bin. Du wirst natürlich, dir ist natürlich klar, dass ich dich mit meiner Donnermagie erschlagen muss, wenn du das irgendjemandem erzählst. Nein, Nash, wir erzählen es keinem. Hey, du, hast es schon gehört? Hey, psst. Ah, ich weiß, wo Luna ist. Wir werden die jetzt gar nicht groß suchen, sondern... Da ist sie. Luna. Hey, Luna, was? Psst. Ja, lasst sie in Ruhe. Ach, ist das schön. Alex, Noel, wie lange wollt ihr zwei denn noch schlafen? Wir sind nur noch ein paar Meilen von Meribia weg.
Es ist Zeit aufzuwachen und ein bisschen Sonne zu tanken. Luna, ich hoffe, deine Nase ist ein Schnarchknopf. Snooze-Button. Achso. Ich bin dabei, ihn zu drücken. Achso, Neu meint jetzt so ein Sleep-Timer-Knopf auf einer Alarmuhr. Oh nein. Hör auf, dich zu beschweren und steh auf. Ah, ich bin eigentlich ganz froh, dass du mich aufgeweckt hast, Luna. Ich hatte einen Albtraum über einen Haufen von halb eingezogenen Dienermädchen, die mir Fisch per Hand gefüttert haben. Das soll ein Albtraum gewesen sein? Ja, tut mir leid, dass ich gedacht habe, dass du irgendwann dieses Jahr nochmal aufwachen wolltest. Ja, bevor wir jetzt hier weiter was machen, will ich nochmal ganz schnell einkaufen. So, was kann denn Luna noch gebrauchen? Natürlich den Bogen, den werden wir auch gleich ausrüsten. Und die Lederkleidung, ach, die könnte sie eigentlich von Ramos bekommen, die brauche ich ihr nicht ausrüsten. Und Seife, ja, Seife ist, die kann man später ganz gut gebrauchen, glaube ich, da gibt es so ein nettes Gimmick. Ich weiß es selber nicht mehr 100% genau, was es war, aber ich habe so eine gewisse Ahnung. Da kaufe ich, ja, die kostet leider 1000, trotzdem werde ich mal eine kaufen, ach so. Kann ich gar nicht. Achso, muss ich neu kaufen lassen. Aber nur eine. So. So, jetzt nochmal schnell hier. Die Lederkleidung. Bekommt Luna, genau. Ja, die hat schon wieder... Ach, das ist ein Gemache. Luna muss noch, ja, Heilung abgeben. An Noel. So. Jetzt bekommt... Moment. So. Lederkleidung für Luna, genau. Und Luna bekommt jetzt ihre... Lederkleidung. Den Bogen hat sie ja bereits an, genau. Alles klar. Ja, und ich denke, jetzt werden wir bald in Meribia ankommen. Ja. Von daher machen wir an dieser Stelle wieder Schluss und beim nächsten Mal geht es dann wahrscheinlich mit der Ankunft in Meribia weiter. Ich freue mich schon drauf. Und bis dahin wünsche ich euch weiterhin schönes Gucken. Euer Dreambird 1973.